Es ist natürlich absurd, dass wir jetzt einen Workshop machen wollen, eine halbe Stunde lang in dem Kreis. Funktioniert sowieso nicht. Und deshalb habe ich mir vorgestellt, wir machen was anderes. Ich habe jetzt ein paar Themen schon Ich verstehe nichts. Sie können. Darf ich erst mal meinen Vorschlag machen? Darf ich erst mal vorschlagen, dass wir es anders machen? Lauter. Aber das muss die Technik machen. Super. Also mein Vorschlag wäre folgender. Wir haben jetzt schon ein bisschen Input gehabt. Ich sage mal vielleicht noch zwei, drei Sachen, die ich auch noch wichtig finde in diesem Zusammenhang. Und das dauert 5 Minuten. Und dann würde ich diejenigen, die tatsächlich sich fragen, wie man aus dieser Situation rauskommt, und zwar auch für sich alleine. Deshalb habe ich das absichtlich so genannt. Wie kann ich von einem, der in einem hierarchischen System eingeklemmt ist, zu einem werden, der wieder als Subjekt Gestalter seines Lebens wird? Das ist Unternehmertum im besten Sinne. Das ist Unternehmertum, dass man dann auch etwas unternehmen kann, um reich zu werden, ist was anderes. Es ist eine besondere Form, dass man was unternimmt, wenn man es unbedingt will. Aber es gibt eben viele Dinge im Leben zu unternehmen. Und es ist der ungünstigste Zustand, in dem ein menschliches Hirn sich durch die Welt bewegen kann, wenn es nicht weiß, was es unternehmen soll, beziehungsweise den Geist aufgegeben hat, dass es überhaupt noch was unternehmen will. Und nur noch als Pflichterfüller in den hierarchischen Ordnungen herummacht, wo man dann sagt, das sind meine Mitarbeiter. Und mit denen wird auch ein Unternehmen, was immer es herstellt, keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Weil in dieser gegenwärtigen Welt Menschen, die einfach nur mitarbeiten und Aufgaben erledigen, für die sie bezahlt werden, weil es diese Welt eigentlich in ein paar Jahren gar nicht mehr geben wird. Das haben die wenigsten verstanden, dass wir in eine Entwicklung hineinlaufen mit Industrie 4.0, wo über die nächsten 20 Jahre jede menschliche Tätigkeit, die jetzt noch Beruf heißt, wenn sie denn irgendwie so aufschreibbar ist, dass man jemand anders auch dafür nehmen könnte. Also wenn sie in Algorithmen ausdrückbar ist, dann wird die in den nächsten 20 Jahren durch entsprechende digitale Geräte, Computer, Automaten ersetzt. Das hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass es so schnell geht. Das ist eine Wahnsinnsentwicklung. Es ist auch extrem interessant, was da jetzt auf uns zukommt. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe, dass das, was ich für völlig unmöglich gehalten habe, dass ein Automat besser Auto fahren kann als ich, gebe ich mich geschlagen. Mit Schach habe ich mir sowieso nicht viel eingebildet, aber mit dem Autofahren, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das sei eine sehr komplizierte Tätigkeit, scheint aber eine sehr gut in Algorithmen, in Programme fassbare Tätigkeit zu sein. Und das bedeutet jetzt, konsequent zu Ende gedacht, in 20 Jahren werden nicht alle Leute ihre Arbeit verlieren, sondern nur diejenigen, die keine Freude dran haben. Das ist eine ganz bittere Botschaft. Also jeder, der nur für Geld arbeitet, verrichtet Tätigkeiten, die aufgeschrieben werden können, und die gibt es dann nicht mehr. Und deshalb fliegen aus den Arbeitsprozessen in den nächsten 20 Jahren raus all diejenigen, die keine Freude an dem haben, was sie tun. Und das sind nun ausgerechnet diejenigen, die uns auch in hohem Ausmaße, die dafür verantwortlich sind, in hohem Ausmaße dafür verantwortlich sind, dass unsere Welt im Augenblick so kaputt gemacht wird. Ja, weil das sind auch diejenigen, die sich für ihr bitter verdientes Geld immer zu was gönnen müssen. Möglichst großes Auto, möglichst billiges Fleisch, möglichst 3-mal im Jahr in die Südsee. Ja, deshalb arbeiten sie ja, damit sie sich das endlich leisten können. Und wenn es nicht da für die Südsee reicht, wenigstens nach Mallorca zum Ballermann. So, und die wird es in 20 Jahren, werden die nichts mehr zu tun haben. Und das sind die dann ja nicht mehr, weil die sind ja dann Rentner, sondern diejenigen, die das in 20 Jahren abkriegen, sind die Kinder, die heute in der Schule sind, und denen wir nach wie vor mit einem Schulsystem, was aus dem vorigen Jahrhundert stammt und was für die Abrichtung von Menschen, für die Einordnung in hierarchische Systeme gemacht war, mit dem wir also bis heute die angeborene Freude der Kinder am Entdecken und am Gestalten und damit am Unternehmen zerstören.
Und auf eine Art und Weise, das kann ich jetzt vielleicht noch viel deutlicher erklären als früher, dass die das nicht einfach, das geht nicht einfach kaputt, sondern die bauen sich ins Hirn über diese Bedürfnis- und Netzwerkstruktur, die sie eigentlich neugierig macht und wo sie was wissen und unternehmen wollen, da bauen die sich durch negative Erfahrungen, die sie vor allen Dingen in unserem Schulsystem machen, eine Verschaltung oben drüber, die das hemmt. Das heißt, die bauen sich die Bremse selber ins Hirn. Und dann laufen die rum und sagen, Schule ist scheiße, Lernen ist Mist. So, und das, weil die sich das selber reingebaut haben, und reingebaut haben sie das, weil wir ihnen keine andere Möglichkeit gegeben haben, mit dem Problem fertig zu werden, dass sie mit ihrer Neugier an uns gescheitert sind, weil sie sich das selbst reingebaut haben, kann man dann häufig erwachsene Menschen treffen, die das für einen Teil ihrer Persönlichkeit halten. Ich kann kein Mathe. Oder ich bin für Tanzen zu blöd und singen kann ich auch nicht. Das ist alles selbst eingebautes, über das wirkliche, unten drunter liegende Bedürfnissystem drüber gepflanztes Zeug, was kein Mensch sich selber ins Hirn bauen würde, wenn er denn gesehen würde in seiner Subjekthaftigkeit. Wenn er nicht, und jetzt kommt der schöne Satz, wenn er nicht von anderen zum Objekt von deren Erwartungen, Vorstellungen, Bewertungen, Belehrungen, Maßnahmen und so weiter gemacht worden wäre. Das heißt, Potenzialentfaltung geht nur, wenn es gelingt, unser Miteinander so zu gestalten, dass jeder Mensch sich als Unternehmer erlebt, also als Subjekt, der was gestalten kann. Und deshalb brauchen wir in Zukunft keine Mitarbeiter mehr, sondern wir brauchen Gestalter. Und die Kunst ist, wie jetzt eine Führungskraft es fertig bringt, sich derartig unnötig zu machen, dass die Mitarbeiter zu den Gestaltern werden. Das ist die vornehmste Aufgabe einer Führungskraft, die Mitarbeiter in die eigene Kraft zu bringen, sodass er endlich aufhören kann zu führen. Führen kann man nur in hierarchischen Systemen. Das ist auch dieser Begriff schon, Führung, ist schon Ausdruck einer hierarchischen Ordnung, ist schon, wenn ich den schon gesagt habe, geht es gar nicht mehr. So, und das war das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite ist einfach nochmal eine für mich sehr tiefgreifende Erfahrung, weil ich mit Ihnen auch heute in den paar Minuten mal darüber reden möchte, dass man Veränderungsprozesse, wir brauchen ja diese Veränderungsprozesse. Und ich kann Ihnen das nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Veränderung geht nicht, indem man sie langsam herbeiführt. Verändern lässt sich nichts mit Trainings und Lehrgängen und irgendwelchem Hopsasa. Wenn Sie sich wirklich verändern wollen, wenn Sie wirklich möchten, dass Sie sich verändern, oder wie ich das vorhin erzählt habe, dass in einem Team plötzlich der Hebel rübergelegt wird, dann geht das da nicht um irgendwelche Übungen und so, sondern das ist eine Entscheidung. Sie müssen versuchen, sich zu entscheiden. Und Sie können sich nur entscheiden, wenn Sie das in sich reinlassen, wenn Sie berührt sind, wenn Sie spüren, das ist jetzt, ich möchte anders nicht mehr leben als so. Und dann können Sie sagen, Feierabend. So. Und dann ändert sich auch das Hirn. Das ist ja nicht so, dass das Hirn Sie zwingt, so ein Trottel zu bleiben, der Sie im Augenblick sind. Sie könnten auch eine Vorstellung entwickeln, wie Sie, was für einer Sie werden möchten. Das ist das, was ich mit der Würde meine. Und wenn Sie nämlich die hierarchischen Ordnungssysteme abschaffen, und die gehen ja schon immer flacher, das macht das Ganze ja so schwierig im Augenblick, da müssen Sie eine andere Ordnungsstruktur schaffen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn es nicht mehr von außen strukturiert wird, das Zusammenleben, müsste jeder in sich einen Kompass haben, der ihm hilft, sein Zusammenleben und auch sein Leben so zu gestalten, dass es für alle gut ist. Dann braucht man keine, wenn also alle Menschen sich ihrer eigenen Würde bewusst wären und so lebten, bräuchten wir keine Hierarchie mehr. Nur dann kann man an solche Leute auch nichts mehr verkaufen. Und dann müssen auch die Bordelle zumachen, weil ein Mann, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, der geht da nicht hin. Was soll er da? Und da kann man dann vieles zumachen, also auch Facebook und ähnliche Bereiche. Und das müsste dann aber eben irgendwie
müsste man helfen, dass die Menschen sich ihrer eigenen Würde wieder bewusst werden. Und das fand ich sehr interessant, dass ich dieses Buch über die Würde geschrieben habe. Das ist ja ein halbes Jahr in der Spiegel-Bestsellerliste gewesen. Das scheint schon ein Thema zu sein. Und es sind dann im ganzen Land, auch in Österreich und in der Schweiz, sind insgesamt, ich glaube, ungefähr 70 oder 80 Würde-Kompass-Gruppen in den Orten entstanden, vor Ort, die versuchen, dieses Würde-Thema dort weiter zu, in die Öffentlichkeit und ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Also das war der zweite Teil. Ich wollte Ihnen erzählen, dass es darauf ankommt, nicht zu üben und sich immer gute Vorsätze zu machen, sondern sich einmal endlich zu entscheiden. Und ich fürchte, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, wo immer mehr Menschen heranwachsen, die gar nicht mehr wissen, was sie entscheiden sollen oder die sich auch nicht mehr entscheiden können, weil uns ständig Dinge abverlangt werden, die wir für Entscheidungen halten, die aber sowas von scheißegal sind, dass man sozusagen eine Inflation des Entscheidungsvermögens erleben muss. Also das, was ich für eine Waschmaschine, diese oder jene, das ist doch keine Entscheidung. Das kann ich, jedem Rechner kann ich das übergeben und der rechnet das für mich aus, wenn ich die Kriterien eingebe, nach denen ich die Waschmaschine aussuchen will. Das heißt, das ist eine Kalkulation. Ja, und dort in den wirklich schwierigen Bereichen, wo es darum geht, was möchte ich für eine sein, ja, dann glauben wir, das sei genauso eine Entscheidung wie mit der Waschmaschine. Ja, und dann kann man sich natürlich nicht entscheiden, weil die Waschmaschine kann man ja umtauschen, da kann man auch reklamieren. So, und deshalb sind wir entscheidungsunfähig geworden und deshalb kommen wir aus der Nummer nicht raus, dass wir uns in den verfahrenen Strukturen, in denen wir gelandet sind, auch nicht wieder selber befreien können. Und jetzt das Letzte, das nur als Beispiel, damit Sie wissen, dass es geht, damit Sie auch wissen, man kann was im Hirn ändern. Habe ich selbst eine eigene Erfahrung gemacht, und zwar war ich bin ja damals aus der DDR abgehauen und bin dann im Westen gegangen, im Max-Planck-Institut. Es gab auf einmal tolle Möglichkeiten. Ich bin aufgeblüht wie verrückt und habe dann auch Experimente gemacht und so nach einem, eigentlich schon ein halbes Jahr, das hat mich schon immer interessiert, hatte ich was rausgefunden. Ich hatte nämlich herausgefunden, dass wenn man Versuchstiere nur mit der Hälfte dessen füttert, was sie normalerweise fressen, werden sie fast doppelt so alt und nicht mehr krank. Das fand ich eine bedeutende Entdeckung. Hatte dann auch noch die Hirne dieser Tiere untersucht und festgestellt, nach ein paar Tagen weniger Essen oder vielleicht auch, wir würden es heute Fasten nennen, verändert sich im Hirn das so, dass da die Dichte der Serotonintransporter runterreguliert wird, sodass mehr Serotonin draußen bleibt, sodass das Fasten so wirkt, als hätte man ein bisschen Ecstasy und ein bisschen Prozac genommen. Ja, und das fand ich dann schon alles spannend. Und dann hat jedenfalls der Norddeutsche Rundfunk, das war publiziert, und dann rief der Norddeutsche Rundfunk an, ich hätte doch sowas Tolles rausgekriegt, ob sie nicht ein Interview machen können für die Wissenschaftssendung Logo. Habe ich das selbstverständlich, das war ja, ja so. Und dann saß ich dann am Telefon und dann haben wir das Interview gemacht und dann sagte er, ja, heute Abend um 9 käme es da. Und habe ich natürlich abends um 9 vor dem Fernseher, der kam erstmal nicht vom Fernseher, vom Radio, und dann kamen aber erstmal Nachrichten und dann 8:55 und mein Beitrag war der erste. Herr Hüter, der hat in Göttingen so einen bedeutenden Beitrag gemacht und deshalb freue ich mich, dass wir mit ihm das Interview führen können. Guten Abend, Herr Hüter. Ja, guten Abend. Und jetzt sagen Sie doch mal, was haben Sie denn da so gemacht und beschreiben Sie mal, was da bedeutend ist. Na ja, wissen Sie, da haben wir die Rotten immer, da haben wir denen der Hälfte von dem zu fressen gegeben, was sie normalerweise. Und dann habe ich, ungefähr so weit habe ich mir das angehört und dann habe ich etwas gespürt. Also innerlich habe ich etwas, weil ich wusste gar nicht, dass ich sächsisch rede. Und plötzlich höre ich mich da so. Und dann habe ich das ausgedreht, ich konnte keinen Satz mehr davon hören, weil ich war so entsetzt über mich selbst und auch so tief betroffen über die Tatsache, dass ich offenbar wirklich so rede, dass ich in dem Augenblick, und jetzt halten Sie sich fest, beschlossen habe, Hochdeutsch zu sprechen, und zwar sofort. So, und das ist schon nicht ganz einfach, und es dauert so eine Woche, bis man die Kartoffel da draußen hat und die Vokale und die Konsonanten dann irgendwie sauber ausspricht, aber wenn man es will, kein Problem. So, und wenn ich das einem Hirnforscher erzähle, dann sagt er, das geht gar nicht, weil es bedeutet, es muss eine Umformung meines Muttersprachenzentrums gewesen sein, die dafür verantwortlich ist, dass ich plötzlich Hochdeutsch spreche. Und jeder, der sich so ein Dialekt irgendwo angeeignet hat, weiß, wie schwer das ist, den wieder loszuwerden.
Das heißt, es geht. Es geht schon, aber nicht durch Üben, nicht durch Trainieren, sondern durch einen Entschluss. Wenn ich es will, geht es. So. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir miteinander noch... Ach du Scheiße, ist ja alles schon wieder vorbei. Also wir haben nämlich extra hier so ein paar Sessel oben hingestellt. Ich wollte einen Workshop machen, wo ich ein paar Repräsentanten aus dem Publikum, weil mit allen geht es ja nicht, hier hoch bitte und dann hätten wir miteinander ein... So. Also... Okay, dann wir versuchen es mal. Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt Zeit haben. Noch eine halbe Stunde. Wow. Dann gucken Sie mal, dann wäre ich froh, wenn jetzt diejenigen, die eine Frage haben, die wirklich was mit dem zu tun haben, was wir hier miteinander besprechen, wenn die sich mal aufzeigen. Ich komme gerade aus Österreich, die sagen aufzeigen. So, und das sind nicht so viele, das ist gerade die richtige Anzahl. Und wenn Sie bitte einfach mal hier vorkommen und sich auf einen dieser Hocker setzen, dann können wir das miteinander sozusagen wie in einem Workshop besprechen und Sie, die hier hochkommen, Sie sind sozusagen die Repräsentanten des, das ist eine repräsentative Demokratie, die wir jetzt hier einüben. Freut mich sehr, hallo. Aufgezeigt, ich bin Österreicher. Noch ein Österreicher. Schön. Hey. Hallo. Ich bin das Empfangskomitee, hallo. Aber jetzt ist gut, mehr nicht. Hey. So, dann gucken wir mal, also die dann noch jetzt zusätzlich sind. Also, wer kann, setzt sich gemütlich dahin und wer nicht kann, kann sich dahinter auf so eine Kiste setzen oder davor auf den Fußboden. Und jetzt versuchen wir mal, eine Workshop-Atmosphäre zu schaffen, so wie ich sie normalerweise schaffen würde, wenn ich jetzt ein Team vor mir hätte, was gerne sich ein bisschen weiterentwickeln möchte. Wo also die Mitglieder des Teams die Absicht hätten, eine richtige, starke Potenzialentfaltungsgemeinschaft zu werden. Und das Erste, was wir da machen müssen, müssen wir fragen, warum seid ihr denn überhaupt zusammen? Also das ist die spannendste Frage, die man dann in so einem Team stellen kann, dass man fragt, was ist denn eigentlich euer gemeinsames Anliegen? Und das habe ich jetzt eben schon auch. Es geht um ein gemeinsames Anliegen, es geht nicht so sehr um Ziele. Klar, könnte es auch sein, dass die wegen dem Ziel zusammen sind, so wie meine Radfahrer. Aber das ist dann immer blöd, weil wenn man das Ziel erreicht hat, weiß man wieder nicht mehr, warum man zusammen ist. Und Träume und sowas, das ist ein bisschen schwammig, da kann man überhaupt nicht genau drüber reden. Anliegen ist ein geiler Begriff, weil der sowohl kognitiv ist, Sie können genau sagen, was Ihr Anliegen ist, und Sie können aber auch das empfinden, weil es Ihnen so sehr am Herzen liegt. Und deshalb ist das Anliegen ist sozusagen, das vereint kognitive Anteile und emotionale Anteile, und das ist immer gut, wenn das passiert. Für die Yoga-Leute unter Ihnen, wenn man zwei Dinge miteinander verbindet, dann ist das der alte Begriff dafür ein Joch. Und aus diesem, dass man zwei Dinge miteinander verbindet, hat sich sozusagen der Name Yoga abgeleitet. Das ist dasselbe. So, und das ist immer sehr interessant, wenn man zum Beispiel den Atem mit einem anderen... Wir haben gerade einen kleinen Nachteil. Wir verstehen Sie akustisch ganz schlecht, weil die... Lautsprecher. Okay, das macht aber nichts. Das ist immer so in der Schule, wenn einer nach vorne redet, verstehen die Hinteren nichts mehr. Aber ist es jetzt akustisch, wenn ich mich so rumdrehe, besser? Oder ist es überhaupt nichts an Lautsprecher? So. Also, wenn ich so rede, verstehen Sie mich. Und wenn ich so rede, verstehen Sie mich nicht. Merken Sie was? Ich rede doch über die Lautsprecher. Okay, ist aber jetzt egal. Also, ich finde das toll, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser Teambesprechung. Und ich hätte deshalb zunächst erstmal an Sie die Frage, dass jeder so ein bisschen sagt, mit welcher Frage er hierher gekommen ist, damit ich so ein bisschen Überblick habe, wie ich Ihnen oder wie wir uns dann gegenseitig oder Sie sich gegenseitig helfen können, diese andere Art von Kultur in Ihrem Team aufzubauen, von der ich jetzt noch nicht verrate, wie sie aussehen könnte, weil Sie das selber rausfinden müssen. Bitte. Ja, dann darf ich den Anfang machen. Guten Morgen, Matthias Greinmeier, bin aus Österreich, also ich gehöre zu denjenigen, die aufgezeigt haben.
Meine Motivation, warum ich hier bin, ich sehe mich eher mehr auch als Intrapreneur, das heißt jemand, der innerhalb einer Organisation unternehmerisch denken und gestalten möchte und habe mich damit auch im Zuge meiner Masterarbeit befasst. Und ich sehe auch einfach, die ganzen Themenstellungen, die wir mittlerweile haben, sind um einiges komplexer geworden. Das heißt, die meisten Führungskräfte sind auch abhängig von den Kompetenzen der Mitarbeiter. Das heißt, Führung muss einfach neu gedacht werden. Es braucht einfach mehr das Empowerment von unten. Ja, das ist jetzt aber eher eine Feststellung. Ich wollte jetzt eher... Aber sie findet Zustimmung. Vielleicht haben Sie auch eine Frage, die so reinkommen kann, in der sich das kondensiert. Für mich ist einfach wirklich die Frage, wie schaffe ich es wirklich aus diesem automatisierten hierarchischen System des Mitarbeiters, des Führens im Sinne von, ich gebe ihm die Anweisung, das macht er, den wirklich zum Gestalter bringe, der wirklich sozusagen out of the box denkt, auch wenn er damit quasi die Organisation gefährdet. Gut. Sie müssen das Theaterspiel jetzt so mal über sich ergehen lassen. Es ist auch ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Jetzt würde ich natürlich jemanden fragen, ob hier in dem Team einer ist, der weiß, wie das geht. Weil ich muss als einer, der versucht, diesem Team zu helfen, möglichst verschwinden. Ich kann nur gucken, dass das Team selbst die Lösungen findet. Und wenn ich die Lösungen sage, sind sie verpufft. Dann beraube ich diese ganze Gruppe der Möglichkeit, sich ihrer eigenen Kompetenzen bewusst zu werden, und dann werden sie nie gestaltet. Dann werden sie abhängig von einem Coach, der ihnen immer sagt, wo es lang geht. Also das ist ja eine tolle Frage. Wie macht man das? Dass die Mitarbeiter plötzlich wollen, aber könnte ja sein, dass das die Frage ist, mit der sie alle hier hochgekommen sind. Oder hat jemand einfach mal kurz eine Antwort für die Frage und dann können wir weitermachen. Im Team. Ist einer dabei, der weiß, wie es geht? Nee. Okay, müssen wir gucken, ob wir das dann am Ende rauskriegen. Haben Sie auch irgendwo sowas, wo Sie sagen, wenn ich die Frage beantwortet hätte, käme ich total glücklich vom Podium, beziehungsweise dann weiß ich, dann kommt unser Team richtig gut zusammen? Fürs Zweite weiß ich das jetzt nicht, ob das Team gut zusammenkäme, aber für mich selbst, für mich stellt sich die Frage, wie komme ich an dieses Potenzial ran? Wie erkenne ich denn überhaupt, welches Potenzial in mir liegt? Und wie kann ich das dann tatsächlich auch aktivieren und in meinen Alltag irgendwie dann umsetzen? Jetzt machen wir es wieder so. Ist einer, der weiß, wie man bei Mitarbeitern das Potenzial erkennt? Ich hätte eine Idee. Ja? Schöne Aussichten stellen. Also, was? Potenzial ist ja etwas, man hat eine Ahnung davon, dass man ein Potenzial hat, hat es aber noch nicht zum Ausdruck gebracht. Also jeder hat ja so eine Art Funken in sich und eine Idee, was er könnte, und leidet darunter, dass er es nicht tut, mehr oder weniger. Und die, sag ich mal, schöne Aussicht ist teilweise der Kick, das für sich selber zugänglich zu machen. Was ist schöne Aussicht? Eine schöne Aussicht, wie geil das ist, sein Potenzial zum Ausdruck zu bringen. Ach, soll er sich vorstellen? Ja, also dass er eine Idee über sich selber kriegt. Er hat keine Ahnung, was noch alles aus ihm werden sollte, aber er soll sich mal vorstellen. Ich versuche mal, weil ich mache es jetzt doch ein bisschen anders. Jetzt gehe ich mal in das Off und beantworte mal die zwei Fragen. Und zwar so kurz es geht, nur damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man sein Potenzial entdecken kann oder das Potenzial eines anderen Menschen erkennen kann, weil... Ich versuche ihn zuzuhören, es gibt mich ja hin. Ach so, okay, dann vielleicht von hier drüben. Also es gibt nur eine Möglichkeit, wie das geht, und zwar indem man den anderen in eine Situation bringt, wo der völlig druckfrei agieren kann. Ja, ohne eigene Vorstellung an sich selbst, wo alles von ihm abfällt, was ihn bisher sozusagen getrieben hat. Und dieser Zustand, den man deshalb herstellen müsste, um zu wissen, ob jemand irgendein besonderes Talent und eine Begabung hat, die er noch gar nicht zur Entfaltung gebracht hat, das ist ja ein Potenzial, es ist noch nicht da. Und er weiß es manchmal auch gar nicht, was dieser besondere Zustand, in dem das gelingt, halten Sie sich fest, heißt das Spiel. Sie müssten die wieder spielen lassen.
Also sie müssten einen Raum schaffen, wo die mal irgendwie Betriebsausflug und dann lassen sie die mal alle die Hosen ausziehen und dann im Bach miteinander einen Damm bauen oder irgend sowas. Und dann merken sie, die einen fangen ganz fummelig an und stellen das alles so. Dann gibt es welche, die wollen das alles organisieren. Und da zeigen sich Menschen sozusagen, aber sie zeigen sich nur dann, wenn das von ihnen abfällt, was sie bisher gedrückt hat. Und das Schwierigste, was abfällt, ist diese konditionierte Selbstsuggestion, die sie da im Hirn haben, wo sie eben meinen, worauf das jetzt ankommt, was man in so einer Situation, wenn man mal endlich frei spielen darf, was dann die anderen erwarten, was man da spielt. Wenn sie sowas in der Birne haben, solange sowas noch drin ist, sehen sie wieder nichts. Und die erste Frage, wie es geht, dass man so ein, das war natürlich schon falsch gestellt, also ungünstig, wir wollen uns ja nicht bewerten, also es ist eine ungünstige Ausdrucksform, wenn man sagt, wie kann ich den dahin bringen? weil sie können ihn nur einladen und ermutigen und inspirieren, dass er dahin will. Und deshalb heißt die Rückfrage an Sie, was haben Sie bisher getan in Ihrem Team, damit die Mitarbeiter in Ihrem Team wirklich also mit dem Herzen und ihrer ganzen Kraft unbedingt das von diesem ganzen Team gemeinsam verfolgte Anliegen, also zu ihrem eigenen Anliegen gemacht haben. Und wenn da noch nicht so viel passiert ist, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass die nicht gehen. Und wenn Sie dann etwas Gemeinsames hätten, wofür Sie gehen wollen, dann brauchen Sie eigentlich nicht mehr zu führen, sondern dann müssen Sie nur noch gucken, dass das nicht untergeht, dass das nicht wieder verkümmert und es verkümmert dann sofort, wo die wieder anfangen, sich gegenseitig zum Objekt zu machen. Also das ist am Anfang ähnlich wie mit dem Abtrainieren des Dialekts. Das ist eine Woche lang richtig ein bisschen anstrengend, dass, weil wir immer gucken, weil wir sofort in diese Muster reinfallen des Bewertens, des Klugscheißens und Besserwissens und so. Und da muss man richtig ein Stück raus, vielleicht muss man einfach mit sehr viel Liebe eher bei dem Mitarbeiter sein als bei sich selbst. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr übertriebenes Bild, aber das hilft ein bisschen, dass man sich in die Lage des Mitarbeiters versetzt und das, was da passiert, dass man das aus dessen Perspektive sehen kann. Und dann kann man besser fühlen, wann man zum Objekt gemacht wird, weil Menschen haben ein ganz feines Empfinden dafür, wenn die instrumentalisiert werden. Und viele Eltern, die hier ja auch sicher sitzen, ahnen gar nicht, wie genau die Kinder ein Empfinden dafür haben, ob sie jetzt wieder benutzt werden und belehrt und bewertet und mit Erwartungen oder ob sie in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit und Einzigartigkeit, so wie sie sind, gesehen werden. Man könnte auch sagen, dass sie spüren, dass sie um ihrer selbst willen bedeutsam sind und nicht aufgrund der Leistungen, die sie zu erbringen haben. Und im Deutschen heißt es dann, dass ein Kind müsste das Gefühl haben, dass es bedingungslos geliebt wird. Und wenn das gelänge, und wenn alle Mitarbeiter in ihrem Team dieses hätten, dann wäre keiner drin, der sich auf Kosten von anderen Bedeutung verschaffen muss. Und Kinder, die so, und dann sagen wir häufig, dann leisten sie nichts. Weil wir ja nur dieses Pyramidenmodell kennen, wo man hoch will. Und das ist sozusagen alles Ideologie, weil jeder von uns weiß, wenn wir jemals ein Kind großgezogen hat, Kinder sind für Höchstleistungen geboren. Die geben sich nicht mit mittelmäßiger Scheiße ab. Beobachten Sie mal so einen kleinen Dreijährigen, der dann einen Turm zu bauen versucht, aus Holzklötzchen. Der macht doch keinen mittelhohen Turm. Der muss ganz hoch und wenn der dreimal umfällt, macht er nochmal und dann guckt er und ist glücklich, dass er den dann irgendwie, und dann beschützt er den und wartet, bis der Papa dann nach Hause kommt und dann nimmt er den Papa und sagt, Papa, Papa, guck mal, Turm. So, und dann sagt der Papa, boah, schöner Turm gebaut, wirklich, der ist ja richtig toll geworden, aber komm her, ich zeig dir mal, ich kann noch einen viel größeren. Aus. Das Kind ist missbraucht worden als Objekt für eine selbstgefällige, narzisstische Selbstdarstellung. Und das spürt es. Das Ergebnis ist so, ein Kind hat keine Lust wieder, es hat keine Lust mehr, wieder mal einen Turm zu bauen und das dem Papa zu zeigen. Das heißt, da hat man einen Unternehmer,
das Kind mit seinem Turmbau zum Mitarbeiter gemacht. Okay, danke. Aber geht das so? Kommen wir so noch ein Stück? Okay, nochmal eine Frage. Toll, ja. Eine Frage, die sozusagen jetzt entscheidend wäre, weshalb du hier bist und wo du sagst, wenn ich das wüsste, dann könnte ich in diesem Team der absolute Überflieger werden. Okay. Also ich denke mir, die Leute objektifizieren, weil sie denken, sie müssten das oder aus Kondition oder warum auch immer. Aber es ist auf jeden Fall da. Und es macht Sinn, das irgendwie ändern zu können, zu wollen, zu machen irgendwie. Aber es geht halt schwer, wenn von außen immer wieder diese Richtung kommt. Deshalb meine Frage ist, gibt es irgendwas, was man baukastenmäßig Gruppen geben kann? Spiele oder Aktionen oder irgendwas, was zentral geplant ist und was nur durchgeführt werden muss? Und dann lernen die Leute, okay, interessant, weil wenn man das einmal erlebt hat und sieht, dass das Umfeld okay damit ist, dann hat man ja auch Spaß daran, dann macht man das ja auch weiter. Also was kann man Menschen flächendeckend geben, damit die lernen, dass es cool ist, sich cool zu behandeln? Will jemand aus dem Team ihm Bescheid stoßen? Darf ich die Frage kurz wiederholen? Die Menschen wollen an sich nett zueinander sein, aber es ist schwer mit den äußeren Bedingungen. Also kann ich Ihnen irgendwas an Case Studies oder an Baukasten geben? Irgendwas? Ich wiederhole. Also, wir haben es schon, jetzt müssen wir sehen, ob jemand eine Idee hat, was man da antworten könnte. Also eigentlich täten sie schon wollen, aber sie können nur nicht. Und der Vorschlag heißt, gibt es Verfahren, Techniken, Baukasten, Module, irgendwas, was man denen dann geben kann, wo die endlich lernen, Potenzialentfalter zu werden. Ich hätte vielleicht eine Idee. Ich bin Medizinstudentin im PJ und erlebe in den Kliniken sehr streng formale Hierarchien, ungesundes Arbeitsfeld. Und ich bin gerade auf der Pädiatrie mit den Ärzten dort Check-in-Runden, habe ich diese Woche angefangen. Das heißt, wir setzen uns morgens zusammen und jeder sagt kurz, wie es ihm geht oder was er meint, wichtig ist, für den Tag zu teilen. Und im Endeffekt geht es darum, dass man sich nicht nur in seiner Funktion, sondern auch als Mensch begegnen lernt. Und das Ganze dauert tatsächlich nur so 8 Minuten. Das ist eine Methode, die ich sehr als effizient erlebe. Ich habe die davor schon längere Zeit in der Inneren ausprobiert, im PJ-Tertial davor. Eine andere Möglichkeit, die ich jetzt auch mit denen letzte Woche ausprobiert habe, ist eine stille Meditation. Einfach zusammen mal in den Raum von Stille zu kommen. Ja. Das ist wunderbar. Ich versuche jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Wenn Menschen erstmal die Bereitschaft haben, miteinander etwas in Gang zu setzen, dann haben wir Boxes and Tools, Verfahren, Methoden, wie das geht. Das ist aber nicht die interessante Frage. Die interessante Frage ist, wie bringe ich Menschen überhaupt in so einem Team dazu, dass die wollen? Und in den meisten Kliniken hat sich über die Jahre hinweg eine Struktur ausgebildet, eine hierarchische Ordnungsstruktur, dass das medizinische System ist sozusagen fast das Schwierigste sind, wo man überhaupt einen Veränderungsprozess in Gang bringt, weil die nicht miteinander reden und auch nicht miteinander wollen. Und in den USA haben die Nurses zusammen mit den Ärzten den ganzen Teil der Ausbildung gemeinsam. Und dann wissen am Ende alle, dass die einen eben Spezialisten für das sind und die anderen sind Spezialisten für jenes. Und bei uns ist die Krankenschwester ein Hilfspumpel der oberärztlichen Kunst. Und da kann man jetzt sagen, lass uns doch mal sowas machen, dass wir uns da austauschen. Dann wird von den hierarchischen Strukturen und den Leitungsstrukturen, deren Muster, also die benutzen dieses Event, um ihre Strukturen da reinzupressen. Das heißt, da findet kein offener Austausch statt, sondern da wird ständig Strippen gezogen, da werden subtile Abwertungen lauter. Also, da werden subtile Abwertungen gemacht, das heißt, in solchen Situationen, wo ein Team tatsächlich nicht in der Lage ist, ein gemeinsames Anliegen zu verfolgen und sich darauf auch wirklich verständigt hat und sich, das ist vielleicht der Unterschied, dass ich da jetzt sogar behaupte, dass das auch bewusst gemacht werden muss für die einzelnen Mitglieder, warum sie das gemeinsam verfolgen,
Wenn das nicht der Fall ist, gibt es ganz viele Methoden. Also wir sind Weltmeister in den Aufbau von Methoden, aber haben keine Ahnung, wie man die Leute dazu bringt, dass sie das, was sie da also durch diesen Veränderungsprozess lernen sollen, überhaupt wollen. Typisches Beispiel, wir sind fast die beste Nation, wenn es um pädagogische Konzepte geht, weltweit. Ja, aber wir haben noch nie gefragt, wenn wir ein pädagogisches Konzept entwickeln, ob die Kinder überhaupt Lust haben, Deutsch, Mathe oder Englisch zu lernen. Und die entscheidenden Punkte sind dann eben, wenn sie keine Lust haben, dann kann man mit dem besten Konzept nicht weiterkommen. Natürlich kann man aber, das ist das Dilemma, zeigen, dass wenn man so ein Konzept einsetzt, man so einen kleinen Effekt kriegt. Und dann wird sozusagen in Evaluationen ständig nachgewiesen, dass es doch wirksam ist. Es ist natürlich, macht es einen Unterschied, ob ich die Pflaumen im Mathebuch blau anstreiche oder hellgelb. Dann können die Blauen, da lernen die besser zählen, weil sie sie besser sehen. Ja, und dann kann man am Ende zeigen, dass Kinder, die mit blau angestrichenen Pflaumen lernen, schneller und besser rechnen lernen, als die mit gelb angestrichenen Pflaumen. So, das ist aber alles ein einziger Scheiß. Darum geht es ja nicht. Und die Frage, ob ein Kind gerne Mathe macht, das ist die Frage. Und dann heißt die Antwort darauf, jedes Kind kommt als Entdecker und Gestalter zur Welt und jedes Kind will Mathe machen. Das ist die, wenn ein Kind sich hinstellt und sagt, ich kann kein Mathe, ist das nicht ein hirntechnisches Problem und auch kein biologisches, sondern das hat ihm jemand angetan. Und wenn man mit dem Kind reden würde, würde man sogar rauskriegen, wer das war. Das sind nicht immer die Lehrer. So, jetzt aber müssen wir schneller vorwärts. Okay. Nochmal einfach, dass wir mit Fragen sozusagen den Fokus immer wieder in diese Gemeinschaft und ins Auditorium kriegen. Worum geht's? Wie geht's? Wie könnte es gehen? Wie machen wir es? Gut, hallo, mein Name ist Christian. Ich habe 10 Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und habe kürzlich entschieden, dass ich die nächsten 40 Jahre meines Lebens so nicht verschwenden möchte. Das heißt, danke. Das heißt, für mich ist erstmal die Frage, wo möchte ich mein Potenzial überhaupt entfalten? Und Sie haben das angesprochen, Ihr Buch über die Würde habe ich jetzt leider noch nicht gelesen. Für mich geht es um Werte, um mein Wertebewusstsein und die Frage, passen meine Werte zu den Werten des Unternehmens, für das ich arbeiten möchte oder vielleicht auch kein Unternehmen. Und die Frage ist für mich, wie kriegen wir die Menschen dazu, sich selbst ihrer eigenen Werte wieder bewusst zu werden und zu hinterfragen, passen diese Werte überhaupt zu dem Unternehmen, für das ich arbeite, um mein Geld zu verdienen, um konsumieren zu können. Gut, es geht auch unter Umständen darum, die Familie zu ernähren. Aber die Frage ist, wie kriegen wir dieses Wertebewusstsein wieder hin, nicht nur in Bezug auf die Arbeit und die Potenzialentfaltung, sondern letztendlich ja auch auf den Konsum, Sie haben das auch angesprochen. Klar, Amazon macht uns das Leben super einfach und bequem, aber hat das Unternehmen Werte? Ich stelle es einfach mal in Frage. Das heißt, meine Frage, wie kriegen wir dieses Wertebewusstsein wieder in die Gesellschaft und auch nach diesen Werten zu leben? Das ist sehr schön und da würde ich jetzt, wenn ich jetzt unsere wunderschöne kleine Gemeinschaft hier zu begleiten hätte, dann würde ich Sie alle der Reihe nach bitten, also erst würde ich Sie bitten, ob Sie damit einverstanden wären, dass wir uns das gegenseitig mal sagen, was uns im Leben wichtig ist. Und wenn Sie dann sagen, ja, das könnten wir schon machen, dann würde ich sagen, dann möchte ich Sie bitten, alle der Reihe nach 2 Fragen zu beantworten. Die erste heißt, was für einer möchte ich sein oder was für eine möchte ich sein? Also was ist das Idealbild von Mensch, das mir vorschwebt und das ich dann in meinem Leben anbiete? Das ist sozusagen, das ist das Anliegen in Bezug auf meine eigene persönliche Entwicklung. Und die zweite Frage heißt, wofür möchte ich leben? Das ist total banal. Also wozu möchte ich dieses wunderbare Leben, was mir geschenkt worden ist, eigentlich nutzen? Für Freizeit oder für Geld verdienen oder wozu? Und dann würden wir hier in diesem Team einen sehr ernsten Geist erzeugen. Also da geht es dann nicht mehr um Hampelmann und wer sich hier auf Kosten von wem irgendwie bereichert und dann würde eine Atmosphäre entstehen und dann wäre ich ziemlich sicher, dass sich ungefähr 1/3 der Mitglieder des Teams abmelden und sagen, ich suche mir lieber eine andere Arbeit. Und das ist gut so.
Na, die sind wir dann endlich los. Die sollen woanders hingehen, wo sie den Quark machen können, wo sie das, was ihnen da am Herzen liegt, offenbar, was sie jedenfalls sich da ins Hirn gebaut haben, nämlich dass es darauf ankommt, in so einem Team ständig der Chef zu sein und anderen zu sagen, was die zu tun haben oder andere für seine Zwecke einzuspannen, die sind ziemlich kontraproduktiv. Und es würde jetzt noch mal ein extra Workshop notwendig machen, zu gucken, ob man die auch noch kriegt. Also, aber mein erster Impuls ist, dann arbeite ich lieber nur mit denen, die können und die wollen und lass mal einfach die anderen, die nicht wollen, die sollen sich woanders was suchen, wo sie können und wollen. Und da unten meldet sich jemand ganz dringend. Das ist ein Workshop, finde ich großartig, ja. Ja. Und jetzt sind Sie mal an meiner Stelle. Merken, dass sich da vier Leute Mühe gegeben haben, etwas zu formulieren, was schon ganz gut war, und können sich vorstellen, dass sie dann lieber an meiner Stelle jetzt nicht so reingehen und sagen, jetzt sagen Sie doch mal endlich, wie Sie das so halten mit sich. Und deshalb finde ich es toll, das ist Workshop, jetzt kommt der Vorschlag, und was Sie aber merken, ist, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt gesagt, ich würde in dem Team mit allen, nicht nur mit diesen Vieren, die jetzt gesprochen haben, sondern ich würde das Team fragen, ob die einverstanden wären, dass sie alle miteinander diese Frage teilen und sich austauschen. Was will ich für ein Mensch sein auf dieser Welt und wozu will ich hier gewesen sein, wenn ich mal verscheide, dahinscheide, oder wie das heißt. Und dann kommen wir genau an diese Fragen ran, die dann jeder beantwortet. Aber ich habe es sozusagen nicht auf die Personen zugespitzt, sondern ich habe es als einen Prozess gestaltet, der sich dann im Team entwickelt und wo die Personen, diese vier, dann in dem Prozess sozusagen gar nicht mehr merken, dass sie diese Frage beantworten. Und die hat dann auch gar keinen Bezug mehr zu dem, was sie jetzt gesagt haben, sondern die kommt dann extra, aber sie kommt und kann deshalb, glaube ich, leichter angenommen werden. Wäre das so akzeptabel? Aber was ich jetzt merke, ist, dass es uns gelingt, dieses Format hinzukriegen, was ich mir gewünscht habe. Da bin ich auch froh, dass Sie sich gemeldet haben und dass wir das mit reingenommen haben, weil das ist echt, das ist eine schwierige Geschichte, was ich hier versuche. Also so einen Prozess zu gestalten. Ich will auch sehen, dass ich noch bis zum Ende komme und gleichzeitig das Publikum im Blick zu haben und dann zu gucken, dass von dort, wenn dann Input kommt, auch noch mit reingeht. Nehmen wir noch den einen, aber dann machen wir hier vorne weiter. Ja, das ist klar, das wäre jetzt gekommen. Also wir haben eben, Sie haben es nicht verstanden, oder? Nee, ich übersetze das ja, also es kommt ja jetzt. Also eine wichtige Größe, das war eben der Einwand und der kommt immer und der muss irgendwie in so ein Team rein, heißt, bitte lasst uns mal alle darüber reden und jeder kann mal einfach allen anderen sagen, was ihm am Herzen liegt. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Vielleicht aber hätte ich den normalerweise abgewartet, bis jemand sowas fragt. Aber jetzt haben Sie es gefragt, also dann als nächsten Schritt würde ich versuchen zu gucken, ob das, was die Einzelnen alle als persönliches Anliegen für ihre Existenz definiert haben, ob es in diesem Team etwas gibt, was als gemeinsames Anliegen formuliert werden kann, in dem diese individuellen Anliegen verwirklicht werden können.
Also ein übergeordnetes Anliegen, wo jeder Einzelne sagen kann, erst dadurch, dass ich Mitglied dieses Teams bin, kann ich das, was mir für mich persönlich in Bezug auf mein Leben und wofür ich leben will und was ich für einer sein will, erst dadurch, dass ich Mitglied dieses Teams bin, kann ich das verwirklichen. Und dann kriegen sie eine Situation, wo die Einzelnen spüren, dass das gemeinsame Anliegen viel größer ist als ihr individuelles, und dann kriegen sie das Wunder in einem solchen Team, dass die bereit sind, ihre Individualinteressen und ihre Partikularinteressen zugunsten des gemeinsamen Anliegens zurückzustellen, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und das ist auch berechtigt, dieses Wollen, weil man so ein Mensch wie Sie sein wollen, ja, wenn man so ein Mensch wie Sie sein will, dann kann man nicht überall arbeiten, dann braucht man ein Team wie dieses, wo man sich so gestützt und gestärkt fühlt und mit seiner Erfahrung als Ältere auch von den Jüngeren so gewertschätzt wird, dass sie sagen, so toll wie hier ist es mir noch nie in meinem Leben gegangen. Hier kann ich endlich derjenige sein, der ich schon immer sein wollte. Das wäre, wenn das passiert, wäre er ein Spitzenmitglied dieses Teams. Und das muss passieren. Und für jeden Einzelnen. Ja klar, ich habe Sie jetzt auch nur als... Wolfgang Kölzer aus Naumburg. Ich bin Entrepreneur seit 30 Jahren, habe eine kleine Firma und versuche das eigentlich zu leben, über Jahre schon. Und mein Anliegen ist, wenn man es mal allgemein will, dass es allen Leuten hier gut geht, dass es eine Entwicklung gibt und dass im Grunde genommen dort letztendlich alle bei Wohl und Gesundheit bleiben. Und ich erlebe eigentlich, fühle mich da schon auf der nächsten Stufe. Wenn Sie das machen, Sie haben vorhin gesprochen von den 30%, die weggehen. Ja? In der Gesellschaft sind die 30% schon weggegangen. Und diese 30% haben die Latenz und haben die Fähigkeiten und haben die Möglichkeiten, etwas zu organisieren, also organisiert gegen uns andere vorzugehen, die noch die dieses Anliegen haben, im Prinzip der Gesellschaft zum Beispiel Würde wiederzugeben. Viele Leute interessiert das gar nicht vielleicht. Nein, und ich habe einfach diese große Sorge, wo ich mich entscheiden muss, tue ich mich jetzt hier expandieren in diesem Bereich, auch politisch expandieren, um letztendlich im Grunde genommen in dieser Situation anderen zu vermeiden, das was passiert ist in meinem Ort letzte Woche, wo einer mit drei Jugendlichen, einer mit einem Hitlergruß und der andere einen Journalisten ein 6 cm langes Messer im Bauch gestoßen hat, was kaum in der Presse erschienen ist. So normal ist es heutzutage. Und wo ich auch ernsthaft Angst habe, wenn ich mich exponiere in meiner kleinen Stadt, ich der Nächste da bin. Und wie geht man damit um? Und da würde ich mich eigentlich wünschen, dass aus diesem Gruppe, das Anliegen ist ja sehr legitim und wir haben uns alle hier gefreut darüber, dass das so weitergebracht wird, aber haben wir wirklich vielleicht auch die Kraft, da etwas gegenzusetzen, dass diese organisierte, destruktive Politik, die wir jetzt erleben und wo wir vielleicht jetzt im Jahr 829 sind, wo 33 damals Hitler an die Macht gekommen ist, dort gemeinsam aus diesem Kreis was Wesentliches dazu beitragen, dass auf die kurzfristigen Herausforderungen hier dort reagiert. Kannst du behalten, ich habe eins. Also das ist jetzt schwierig, weil Sie ein... Es sprengt ein bisschen den Rahmen, aber ich habe das Moment... sehr extrem wichtiges Fass aufmachen. Also ich versuche es mal kurz und wir tun mal so, als hätten Sie als Bürgermeister Ihrer schönen Stadt alle Kräfte dieser Stadt, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise an dieser Stadt Interesse haben, zusammengerufen. Die sitzen jetzt hier alle. Ja? Und dann halten sie so eine flammende Rede, was ihnen so am Herzen liegt. Und da können sie natürlich nicht sagen, was ihnen tatsächlich stinkt. Und das, was ihnen stinkt, ist, dass es den, nennen wir es mal, 60% der positiven Kräfte in ihrem Ort nicht gelungen ist, so eine Ausstrahlung zu entwickeln und so einen Zauber in ihren Ort zu tragen und den Bürgern in diesem Ort so ein Gefühl zu geben, dass sie dort gesehen werden und dass sie dort was gestalten können und dass sie nicht Mitarbeiter, sondern Unternehmer sind, dass also, wenn sie das so sagen würden, würden die ja alle nach Hause gehen. Na, weil diese rechtspopulistischen Leute, sie kommen doch nicht vom Himmel. Und das liegt auch nicht an deren Hirn, dass die entstehen.
Das sind Leute, die suchen nach einer Lösung für ein Problem, was sie haben. Ja, und das Problem, was sie haben, heißt, sie haben das Gefühl, dass das, was ihnen wichtig ist, nämlich, dass sie dazugehören dürfen und dass sie auch gesehen werden und dass sie auch was gestalten können, am besten gemeinsam mit anderen, dass sie das schon seit einer längeren Zeit nicht mehr so richtig können, weil sie überall nur verwaltet werden. Und dann kommt dann auch noch solche Verwaltungsakte, wo man dann ne, überhaupt das Gefühl hat, als sei das nun gar kein Leben mehr, wo man was gestalten kann. Und dann ist das relativ leicht für einen Rattenfänger. Da gibt es dann manchmal auch im Ort schon welche, aber die meisten Rattenfänger, die wir im Osten sehen, sind aus dem Westen gekommen und haben da drüben die Ratten eingefangen. Und die stellen sich dann vorne dran mit ihren Parolen und dann rennen diese Suchenden hinterher. Und indem wir sie jetzt noch für blöd erklären und sagen, das sind ja alles rechte Nazis, machen wir eine vollkommen unsinnige Konfrontation auf, weil das nur noch dazu führt, dass die sich noch mehr versammeln und noch verrückter werden, bis sie sich auch noch Waffen verschaffen und dann haben wir den Zirkus. Insofern, und deshalb, wenn das jetzt Ihre ganzen Gemeindevertreter waren, die Sie zusammengeholt haben, natürlich nicht, als das Kind schon ins Wasser gefallen ist, sondern vor 3 Jahren, da hätten Sie fragen, was machen wir denn in dieser Stadt, damit das endlich so ist, dass jeder das Gefühl hat, dass er gerne hier wohnt und dass er sich einsetzen kann und dass er gebraucht wird. Und sowas habe ich mit der Stadt Tulln an der Donau gemacht und das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Fast so, wie ich das jetzt erzähle, war so ein Bürgermeister, der sagt, das macht überhaupt keinen Spaß mehr, das gleitet mir auch alles aus den Händen, da waren noch keine Rechtsradikalen. Und da habe ich gesagt, ich habe aber jetzt keine Zeit, nach Tulln zu kommen, aber ich bin in 14 Tagen in Salzburg. Wenn Sie wollen, kommen Sie mit ein paar Leuten aus Ihrer Stadt Tulln dann nach Salzburg und gucken Sie, ob Sie dort irgendein Quartier finden, wo wir uns treffen. Das war die Antwort. Und dann rief der mich an, sagte, er hätte also ein Quartier. Und dann sind 30 Leute, also fast so wie hier, mit dem Bus aus Tulln 3 Stunden nach der Arbeit nach Salzburg gefahren, waren da um 7 da. Ich habe gesagt, von 7 bis 9 habe ich Zeit. Habe ich 2 Stunden mit denen gearbeitet. Die hatten sich selbst einen Raum besorgt. Und am Ende sind die zurückgefahren und der Bürgermeister gesagt, wir haben die ganze Zeit im Bus nur darüber diskutiert, was wir machen können, damit Stadt Tulln zu einer Stadt des Miteinander wird. Wow. Ja, und jetzt kann man auf der Homepage gucken, Tulln, Stadt des Miteinander, was die jetzt auf einmal alles in Gang gesetzt haben. Und in der Tat, ja, dann werden Menschen wieder beheimatet. Da wählen die zum Beispiel einen Helden der Herzen von Tulln. Ein Busfahrer zum Beispiel, der eine alten Oma hochgehoben hat. Oder die Schüler wählen irgendeinen, der ihnen an irgendeiner Stelle geholfen hat. Das ist sowas Schönes, wo plötzlich eine Wertschätzung in die Stadt reinkommt, weil sie plötzlich alle gemeinsam ein Anliegen haben, was ihnen wichtiger ist als die weitere Verfolgung ihrer partikular egozentrischen Interessen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir es. Für den Rest machen wir es so. Wer jetzt ein Mikro hat, der hat sich durchgesetzt und der beherrscht die Regeln der Konkurrenzgesellschaft und darf seine Frage stellen. Ja, hallo, ich bin Eva. Wie man hört, auch aus Österreich. Ja, ich gehe ein Stück zurück, weil ich verstehe es wieder nur, wenn ich weit genug weg bin, weil ich von dem Lautsprecher das kriege. Ich freue mich, wenn mir hier jemand erklären kann oder mir helfen kann. Hat sie gesagt. Für mich habe ich entdeckt, dass Angst zu scheitern, Angst zu versagen oder auch irgendwie Angst, irgendwie das Leben nicht zu überleben, was ja eigentlich immer passieren wird, also wir alle hier werden einmal sterben, dass das die Triebfeder ist für Grauslichkeiten, die du gerade geschildert hast, für, ja, Angst ist immer ein Instrument, Menschen zu führen und zu knechten. Und die Entscheidung, sich von etwas zu befreien, ist gerade bei der Angst irgendwie für mich zumindest bis jetzt nicht ausreichend tief genug gewesen, es zu schaffen. So, das war jetzt mein Seelenstrip, das vielleicht kriege ich eine Antwort. Also ich habe das jetzt nicht so ganz akustisch hundertprozentig, aber es geht darum, dass man immer wieder in die Angst fällt. Angst ist die Triebfeder von nicht genug haben, nicht genug kriegen, ja, Menschen führen, ja, wollen, ist, ihnen da, was da vorgaukeln, Lösungen. Würde ich jetzt nicht mehr so gerne sehr viel sagen. Angst ist etwas,
was immer in Richtung geht, dass man aus der mit Mühe und Not aufgebauten Stabilität, also man versucht, einen kohärenten Zustand aufzubauen, den man dafür hält, also sein kleines Schlaraffenland mit dem Häuschen und dem Gärtchen und dem SUV vor der Tür und so. Und wenn man das tut, dann ist man im Denken daran interessiert, alles stabil zu halten. Es soll so bleiben, wie es ist. Und dann kann man eigentlich nur diese ständige Irritation erleben und diese Inkohärenz, weil man natürlich weiß, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Und wenn dann irgendwas passiert, was darauf hindeutet, dass man etwas von dem verliert oder sich was an dem ändert, dann kriegt man diese schöne Angst und dann macht man noch mehr vom Alten und versucht es zusammenzuraffen. Und deshalb wäre die Überwindung dieser Art von Denkstruktur würde darin bestehen, dass wir wirklich mal sehr, genau, sehr ernsthaft in dieser Gesellschaft darüber reden, worum es im Leben geht. Um die Bewahrung von Besitzständen oder um Weiterentwicklung. Das ist der Grund, weshalb ich hierher komme. Diesen Entrepreneurship Summit und Innovation, weil ich denke, dass hier die Leute sitzen, die zumindest verstanden haben, dass Festhalten am Alten nicht das Rezept sein kann, mit dem wir hier auf dieser Erde überleben können und die bereit sind, sich immer wieder mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man sich weiterentwickeln. Was ich Ihnen aber mitgeben wollte, ist, dass das Alte eine Ideologie ist, die aus hierarchischen Herrschaftsstrukturen kommt, die zwingt uns daran festzuhalten, was wir haben und uns nicht ändern zu wollen. Und dann haben wir den ganzen Darwinismus und alle Ideologien darüber getan, auch diesen genetischen Determinismus, nur um uns gegenseitig zu überzeugen davon, dass man daran nichts ändern kann. Ja, und wenn wir jetzt einfach mal sagen, aber der Mensch kann ja nur überleben, indem er sich weiterentwickelt, dreht sich alles um. Was ist denn das für ein Leben, wenn ich plötzlich mich hinstellen kann und kann sagen, mein Leben kann ja nur gelingen, indem ich mich weiterentwickle. Da ist ja alles, was ich festhalte, hinderlich. Janis Joplin, ne? Frei bist du nur dann, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Und alles, was ich da versuche anzuraffen, hindert mich an meiner eigenen Weiterentwicklung. Jeder Mensch, von dem ich mich abzutrennen versuche, weil er mich irgendwie stört und mir irgendwie an meiner Stabilität was in Frage stellt, jeder Mensch, von dem ich mich abzutrennen versuche, ist unter dem Gesichtspunkt der eigenen Weiterentwicklung eine Selbstverstümmelung. Weil ich dann von dem auch nichts mehr lernen kann. Da merken Sie, da dreht sich alles um, wenn man nur sagt, es geht im Leben nicht um Überleben, sondern um Weiterentwicklung. Und das mit denen möchte ich sehen auf der Welt, der sagt, dass das nicht stimmt. Also das ist einfach nur ein Entschluss, dass man jetzt sagt, okay, wir haben uns geirrt. Nie wieder Darwinismus, nie wieder diese scheiß Konkurrenzorientiertheit, nie wieder das Angeborene im Menschen, der ihn zum Wolf macht und dass das notwendig sei, dass man sich gegenseitig auf die Birne haut, sondern der Mensch ist geboren, um sich weiterzuentwickeln. Und deshalb haben wir nichts anderes zu machen, als dafür zu sorgen. Und dann hätten wir ganz schnell, wenn das passieren würde, hätten wir ganz schnell eine Bürgerbewegung in Berlin und überall in der Bundesrepublik, wo Eltern und Lehrer, das ist auch ein schöner Abend, wo Eltern und Lehrer in ihren jeweiligen Schulen sagen, wie können wir Bedingungen schaffen, dass in dieser Schule kein einziges Kind mehr seine angeborene Freude am Entdecken und am Gestalten verliert. Das ist die Frage, die durchs Land gehen muss. Wie können wir das endlich erreichen? Und deshalb bin ich froh, dass wir heute Gelegenheit hatten, ein bisschen darüber nachzudenken. Vielleicht entsteht ja was draus. Ich bleibe jedenfalls dran. Das ist auch, man hat dann auch, man wird... Jetzt haben wir... Und was, vielleicht das noch, und es geht doch eigentlich um nichts anderes, als dass jeder begreift, dass er einen Gestaltungsraum hat, in dem er wirken kann. Auch eine Klofrau und ein Müllfahrer hat einen gewissen Gestaltungsraum. Und wenn man diesen Gestaltungsraum nutzt, wird man zum Subjekt. Ja, dann ist man lebendig. Das ist der eigentliche Lebensraum, den wir haben, in dem wir lebendig sind, ist der, den wir uns selbst als Gestaltungsraum geschaffen haben. Und Mitarbeiter haben keinen Gestaltungsraum. Und die müssen funktionieren. Das kommt auch an, wie der Chef ist. Also
Nein, da müssen wir, das ist ja nicht, kommt nicht darauf an, wer der Chef ist, sondern dass wir die Nomenklatur ändern und sagen, was soll denn das überhaupt heißen, ein Mitarbeiter. Wenn wir uns über den Begriff Mitarbeiter endlich mal unterhalten würden, und dann würden wir rauskriegen, es gibt natürlich tolle Mitarbeiter. Sie waren heute ein tolles Team, toll mitgearbeitet. Tut mir leid, dass nicht alle drangekommen sind, aber es ging nicht anders. Herzlichen Dank für die Mitarbeit, aber Sie waren auch, und das haben wir versucht, immer stärker Gestalter, weil Sie haben einen Workshop gestaltet, die haben mitgemacht und wir haben versucht, hier irgendwas hinzukriegen, was für alle so ist, dass Sie davon etwas profitieren. Und wenn jetzt manche mit Ihren Fragen nicht weitergekommen sind, dann entschuldige ich mich ganz herzlich dafür. Das habe ich auch nicht geschafft. Man schafft auch nicht alles und deshalb herzlichen Dank, es war schön. Machen Sie es gut.